Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Der Bastelhannes hier. Willkommen auf meinem Kanal. Und zwar machen wir weiter mit dem Schlachtschiff Bismarck. Wir schauen natürlich gleich ins Heft rein. Wir gucken dann mal ins Video rein. Entschuldigung. Wir schauen natürlich ins Heft rein und werden uns das Ganze anschauen. Dann wünsche ich euch dabei viel Spaß. Und wir sehen uns gleich nochmal mit dem Heft. So, da bin ich wieder. Schauen wir ins Video. Ich hoffe, ihr schaut uns Video, ja. Ich schaue jetzt mit euch zusammen ins Heft rein. Mann, immer diese Quatscher. Wir haben hier diesen Tester mit dabei. Und da können wir eben halt alles durchtesten. Mal schauen, ob auch alles funktioniert. Ich hoffe, dass alles funktioniert und dann gucken wir, die Anker werden wir probieren und die vordere, was ist denn das hier, die Kanone werden wir probieren, ob alles funktioniert. Schauen wir weiterhin ins Heft rein. So, einmal durchblättern und das ist im nächsten Heft drin und dann sehen wir uns gleich beim Bauen. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich hoffe doch mal, dass das hier so funktioniert. Ganz schön stark geknickt, die Dinger. So, dann schauen wir doch mal ins Heft. Also, das kommt, kann ja eigentlich nur auf eine Art und Weise passen, weil einmal ein Dreier und einmal ein Zweier da ist. Da kommt also hier dieses Verlängerungskabel rein. Dann kommt unsere Batteriebox, kommt da neben rein. So, damit haben wir schon mal ein bisschen Strom. Und dann wird das Ganze an die dem Port 5 ran gemacht. Jetzt holen wir uns mal das Ding hier her. Kommen Sie mal hierher, junge Frosch. So, wo haben wir die 5? Die 5 haben wir hier. Und zack, das kommt hier ran. So. Und dann können wir das Ganze mal testen. Und zwar ist als erstes der obere Knopf. Jetzt müssen wir anmachen. Aha. Okay. Obere Knopf geht nicht. Warum geht das jetzt nicht? Hallo? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Dieses Ding hier. Moment. Aber wenn das Ding die ganze Zeit hier so Spannung ist, ich nehme den mal kurz raus. Und na gut, den kannst du jetzt nicht mehr probieren. Jetzt machen wir erstmal das andere. Funktioniert auch nicht. Okay. Und haben wir. Gut, muss ich mir erstmal angucken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, jetzt habe ich es irgendwie hingekriegt. Ich muss halt nur warten. Also, jetzt machen wir mal an. Also, jetzt funktioniert, sagen wir mal so. Vorher ist ja großartig nichts passiert. Also, wir müssen anmachen, denn justiert sich die Kanone. Das heißt, sie geht einmal bis zum Ende, rappelt da ein bisschen rum, wie man hört. Und irgendwann, whoop, geht sie zurück. Entschuldigung. So, und dann können wir jetzt mal S1 testen.
Wie wir sehen, sehen wir eine Kanone. So, dann machen wir da aus und dann schwupp, geht es auf die Position zurück. Dann müssen wir noch S2 drücken. Das sind jetzt die Anker. Und hoch gehen sie auch noch. Gut, damit funktioniert alles. Würde ich mal jetzt so behaupten. Und dann würde ich jetzt hier auch nochmal irgendwie hinkriegen. Dann war das auch schon wieder die Ausgabe 18 von der Bismarck. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ja nicht viel mit Bauen. War ja nur was zusammenzustecken und zu testen. So, und dann ja, freuen wir uns auf die nächste Folge. Und dass wir da wieder ein bisschen mehr basteln. Schauen wir mal. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Bastelhannes. Ciao, ciao.